So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus, nach langer Zeit wieder mal da. Vielen Dank für eure Geduld, muss ich da sagen. Ich habe privat so viel zu tun gehabt. Da waren einige andere Dinge zu erledigen, bevor ich jetzt wieder ans Spielen komme. Und dafür habe ich euch aber zum Ausgleich direkt was Neues mitgebracht. Ich habe es in den News auch schon angekündigt vor ein paar Tagen. Das ist jetzt mein erstes Unboxing-Video, weil ich das erste Mal tatsächlich, seit ich YouTube mache, ein neues Spiel bekommen habe. Kam heute frisch in die Post und das handelt sich hier um Micro City von Thistroy Games. Das war eine Kickstarter-Kampagne in diesem Februar 2020 und das ist heute gekommen. Wir schauen uns das mal einzeln an. Als erstes fällt auf die Beilagentüte. Das sind Holzmarker, die waren eines der Stretch Goals in Kickstarter, eines der letzten und anscheinend passten die nicht mehr in der Produktion, in der Herstellung, in die Verpackung. Die liegen außen vor. Gucken wir gleich näher rein. Und dann die Verpackung. Es ist tatsächlich kein großes Spiel. Achtung, es wird laut. Eigentlich nur ein sehr kleines Spielchen. Heißt ja auch Micro City. Hier ist das Gameplay beschrieben für die Erweiterung, für die Logistics Expansion. Auch das legen wir mal kurz zur Seite. Und das ist die eigentliche Spielebox. Jetzt gucke ich, ob ich das hier sauber aufkriege. Notfalls schneide ich das, wenn es jetzt zu lange dauert, raus. Ich habe natürlich kein Werkzeug hier liegen. Kurze Fingernägel, da geht gar nichts. Schneiden wir raus. Ich bin gleich wieder da. So, kaum hat man das richtige Werkzeug, bin ich auch wieder da, geht es zurück und das funktioniert. Hier geht es weiter. Das ist eine sehr kleine Schachtel. Ihr seht, das ist weniger als eine Handlänge. Zentimetermaß habe ich jetzt keines dabei. Normale Pappe, nichts Besonderes. Ein kleines Regelheft, sieht ganz schick aus, Hochglanz gedruckt. Da gibt es jetzt ein paar Seiten zu studieren. In der Summe schauen wir auf die Seitenzahlen mit der Round Summary und den Symbolen 31 Seiten, Rückseite die Nummer 32 plus die Expansion-Seite. Dann eine Regelhilfe, eine Spielhilfe. Und das hier sind wohl die Karten aus der Logistics Expansion. Das werden wir wohl in den Regeln lesen müssen. Auch hier ein Stretch Goal, die Holzmarker für die Häuser, für die Siedlungen oder ja, Investments, die man tätigen muss. Ein weiteres Stretch Goal, die etwas, ja, die durchsichtigen Kunststoffwürfel. Und auch hier wieder Screen Printed Meeples und Holzmarker mit jeweiligem Aufdruck. Sieht alles sehr nett aus. Und die Karten in einer Inlet, einfaches Papp-Inlet. Auch hier die Karten schauen wir uns mal näher an. Da sollte irgendwo ein Aufreiß. Na, auch das nicht. Sehr schön. Kommt gleich die Schere wieder zum Einsatz. Oder? Moment. Lässt sich jetzt schwer erkennen. Wir fangen mit den einfachen Sachen an. Das sind die beiden Meeple für die Spieler. Ihr seht ein Zweispielerspiel, das man auch solo spielen kann. Deswegen habe ich es auch gebackt bei Kickstarter. Und das muss man sagen, es war angekündigt für Juni und trotz Pandemie sind sie jetzt im Juli mit der Auslieferung dabei. Es gibt wohl, wenn man in den Kommentaren und Updates schaut, einige Länder, in die das derzeit aus Polen heraus wohl nicht geliefert werden kann. Ich hoffe, dass es für diejenigen Backer, die das in diesen Ländern unterstützt haben, nicht allzu lange dauert, bis die das auch bekommen können. So, das sind die Meeple. Hier sind die Ressourcenmarker. Die haben jetzt wohl alle nicht mehr in die Tüte gepasst. Da seht ihr Holz, da seht ihr Eisen und da seht ihr Geld. Und Kohle ist das Schwarze hier. Timer und Farbmarkierungen. So, mal ein bisschen getrennt. Würfel für jeden Spieler 2. Und die Häuser. Ich meine, das wären, wenn ich die Regeln richtig im Kopf habe, sogenannte Investment-Tokens, die man dann vergeben muss, wenn man einen Distrikt besiedelt bzw. bewirtschaftet, von dem man aber auch nicht pleite gehen darf. Das heißt, man muss immer schauen, dass man, wenn man eins braucht, auch eins hat. Sonst verliert man das Spiel.
3, 6, 8 Stück pro Nase. Ja, 3, 6, 8, jawohl. Ich meine, im Prototypen wären es noch 9 gewesen. Kann ich nochmal nachschauen. Den hatte ich zwar nicht, aber dafür gibt es ja entsprechende Videos. So, und dann gucken wir nochmal nach den Karten. Dafür muss ich wohl doch die Schere bemühen. Es wird ein bisschen trickreich, ohne die Karten zu beschädigen. Da ist eine Ecke. Könnte es vielleicht schon gewesen sein. Jawohl. Und zuletzt findet man natürlich den Aufreiß, das Aufreißband, immer dann, wenn man es nicht mehr braucht. Murphys Gesetz, ihr kennt das. So, das sind die Karten. Auch das scheint eine Spielerhilfe zu sein. Die Zeitmarkierungen, die Ressourcenboards. Und das hier sind dann die ganzen Distrikte. Das hier ist, glaube ich, ja, sieht nach Hafengebiet aus, wird dann wohl auch Hafen sein. Das sind die Aktionskarten, die man verwenden kann. Das sind die Gebäude. Ihr seht das vielleicht ein bisschen schimmern. Das ist so ein Leinenfinish. Ja, Leinenfinish sieht es aus. Sieht sehr schick aus, die Karten. Weiß ich nicht, ob man die besser sleeven sollte. Ich werde es mal ausprobieren, wie es ohne ist. Normalerweise bin ich persönlich kein Freund von Sleeven. Aber das mag jeder so tun, wie er möchte. Das hier sind weitere Spielzielmarkierer, was auch immer. Das muss ich mir in den Regeln dann nochmal genauer angucken. Und das sind auch irgendwelche Wertungskarten oder was auch immer. Schauen wir uns in Ruhe an in den Regeln. So viel soll es erstmal der erste Eindruck gewesen sein zu Micro City Second Edition, dem Unboxing. Ein Spiel von Thistroy Games aus Polen. Die Namen kann ich bestimmt nicht korrekt aussprechen, deswegen lasse ich es hier. Und das könnt ihr euch dann bei Kickstarter angucken. Den Link zu der Kickstarter-Kampagne kann ich euch unten nochmal reinstellen. Die ist natürlich durch. Es waren 3600 Bäcker. Gekostet hat das kleine Spielchen 14 britische Pfund. Das waren dann umgerechnet zu dem Zeitpunkt etwa 17 Euro. Und dann kam noch der Versand dazu, ein paar Euro. War auch nicht so viel. Schönes kleines Spielchen. Macht erstmal einen schicken Eindruck. Ich schaue mir die Regeln an und dann hoffe ich, dass ich schnellstmöglich ein kleines Let's Play für euch zusammenbekomme und vielleicht am Wochenende schon veröffentlichen kann. Schauen wir mal. Bis dahin, macht's gut, euer Spartakus.